Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer letzten Aufnahmefolge dieser Session. Wir wollen uns doch mal die zwei Außenposten-Ionen, dann machen wir definitiv heute mal Feierabend, sonst wird heute wahrscheinlich etwas kürzer. Weil die letzten Folgen waren ja schon weit über eine halbe Stunde sehr, sehr lang. Der René ist jetzt auch noch dabei, obwohl der gerade gesagt hat, na, ich bin jetzt müde. Und also habe ich gesagt, komm, die zwei Dinger, die machen wir jetzt doch durch. Die knallen wir jetzt doch schnell durch. Los geht's. Ja klar, da bin ich natürlich dabei. Natürlich, also 20-25 Minuten möchte ich gerne noch machen, die Folge hier, dreh rum. So. Das werden wir locker schaffen. Ich gucke jetzt ein bisschen auf die Uhr. Viertel nach 20 nach 12. 12 sollte das dann Finalende sein. Gut, dann let's go. Auf jeden Fall. Der letzte Außenposten, das vorletzte Mal. Mhm. Stufe 2, die alte Schmiede. Okay, den da oben habe ich weggeholt, links. Auf dem Turm. Mit einem grandiosen Kopfschuss. Ich hol den da unten weg. Oh, du wurdest entdeckt? Ja, ein scheiß Hund war bei mir. Ich hab den Typen nicht mit dem scheiß Hund entdeckt gesehen. Scheiße, die waren zu schnell. Ein zweites ist schon down. Highwaymen sind so unlustig, Alter. Wir schicken euch keine Hilfe, war nur ein Witz. Ha! Spastis. Ich komme. Hä, stehst du schon wieder? Hm? Warst du nicht down? Nein. Okay. Merkwürdig. Wow, der Heli ist auf mich abgestürzt. Ja, kenn ich. Okay, der Hund ist, glaube ich, als letztes noch übrig. Da ist er. Da kommen Zivilisten, die wollen uns zur Hilfe ein. Schreien vor sich, komm den Typen da nicht so nah. Feierabend. Also der. Ja, diesmal nächstes Mal müssen wir ein bisschen koordinierter ringen. Der lief nicht ganz so. Ich hatte den scheiß Köter nicht gesehen von dem. Deswegen war das. Die Köter, die sind genickbrechend, das ist tatsächlich so, ja. Mhm. So, dann machen wir Munition auffüllen. Wenn du da sagst, let's go, dann machen wir weiter. Dann let's go. So, der letzte Durchgang. Zumindest damit haben wir sie alle offiziell. Dann haben wir nicht alle 30. Dann haben wir sie alle offiziell. Dann können die Highwaymen uns am Ohr schlecken. Dann haben wir den zumindest mal einen großen. Oh, das war keine Absicht. Nee, ich bin auf Sinn auf die Taste gekommen. Ist aber nichts weiter tragisch, was nicht passiert. Oh, die suchen uns tatsächlich schon. Oder die sind auf jeden Fall aufmerksam.
Auf was weiß ich nicht. Ja. Ich versuch den Scharfschützen zu holen. Sie sehen mich jedenfalls. Ich muss sie runter machen. Ich krieg den nicht, glaube ich, von hier aus. Einer schon mal down. Die haben aber noch nichts gesehen von uns, ne? Doch. Ich hör schon lange. Hast du nicht gesehen? Ja. Scheiße. Ich tapp doch mal! Mein Gott. Wie mit dem MG, das sind 3 Sterne und die haben eine Stärkung gerufen. Scheiße. Also ich spiel mit der Sturmgewehr. Verdammt. Ich hab schon eine Trophäe bekommen. Spiel mit deinem Sturmgewehr, Alter, das ist besser als nur mit dem Bogen. Okay. Ja, oder mit dem Werfer, genau. Aber ach Mann, ich wollte mich auf die ich wollte auf Feld 2 gehen wegen dem Scheiß wegen dem Fernglas und nicht auf schießen. So, gibt's jetzt noch eine Trophäe jetzt hinterher oder was? Weil ich hab den letzten Außenposten. Wir haben den letzten Außenposten. Ich habe viele Trophäen bekommen heute. Ja, habe ich. Jede einzelne Basis. Damit haben wir sie alle. So, jetzt müssen wir gucken, oder? Mir fehlen noch 4 Vorteilspunkte. Und dann habe ich sie alle. Und dann haben wir sie alle. Dann haben wir sie alle. Ja, wie gesagt, wir haben sie alle. Wenn man die Außenposten, einem kriegt man, auf Stufe 3 einem kriegt man ja auch immer wieder welche, deswegen lohnt sich das halt, die auch wieder, immer wieder einzunehmen. Na klar. Na gut, aber momentan brauchen wir eigentlich nur wirklich Ethanol, um die Waffen um mich aufzubauen, ne? Ja. Ja, und die Karten kaufen, die du noch kaufen musst. Ich weiß nicht, ob du alle gekauft hast. Nee, ich hab sie nicht alle. Warte mal, dann reisen wir mal kurz in der Prosperity und gucken, das kannst du nochmal an. Weil da müssen wir nämlich, wir müssen ja Karten kaufen, das stimmt, das hast du recht. Gehen wir uns mal Karten kaufen. Karten. Dann haben wir das auch weg. Vor allem bist du jetzt das erste Mal wieder in Prosperity, nachdem du es komplett ausgebaut hast. Es verändert sich ja äußerlich auch immer ein bisschen. Also wirklich nur ein bisschen. Okay. Muss man schon ein Auge für haben.
Ja, wie viel die Platinen? Ich habe meinen Sägeblattwerfer jetzt gerade auf 1680 Schaden. Nice. Auf wie viel, auf welche Stufe hast du denn? Warte. Ich nachgucken gerade. Danach können wir nochmal eine Expedition machen. Moment. Oh ja, da wäre ich. Wir haben noch ein bisschen Luft gerade für eine Expedition. Die wir jetzt noch die Folge machen, auf jeden Fall. Den habe ich auf. Wo sehe ich das? Welche Dings der ist? Oben rechts neben dem Namen stehen so zwei Pfeile. Acht. Und dann ist da. Auf 8 hast du ihn schon hochgelevelt. Hm. Oha, da hast du ihn ja übelst schon hochgelevelt. Hm. Warte, du hast ihn auf 8 hochgelevelt und das ist. Ja, gut, das kommt noch. Der geht noch gut hoch. Ja, ich habe jetzt gerade keine Dings mehr. Ich habe meine Waffen, ja gut, mein Bullpup, mein Sturmgewehr habe ich auf 25 schon hochgelevelt. Und meine A99 Weihnachtsband habe ich auf 25 hochgelevelt. Ansonsten. Habe ich meinen Bogen auf 10. Und mein Scharfschützengewehr auf 9. Und meine Schaufel auf 8. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Expedition. Ja. Das klingt nach einem soliden Plan. Wirklich cool, gefällt mir. Nun, was das angeht, gibt es noch mehr zu tun. Hör dir das an. Da ist dieses große Militärflugzeug, das abgestürzt sein muss, als die Bomben fielen. Sieht total cool. Super High-Tech, wie das Zeug, das die Geheimagenten benutzen, weißt du? Jedenfalls sollen da ein paar coole Spielzeuge sein, weil die Highwaymen da rumkrabbeln wie die Geier. Und wir? Wir geiern die Geier und lassen den Wichser nichts übrig. Na los, geiern, gehen wir. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin top excited. Jo, dann geht's los. Und der speichert gerade. Da geht's los. Das Wrack des Regierungsflugzeuges. So. Letzte Chance, deine Ausrüstung zu checken. Es ist Zeit für Erschegetrete. Schnapp dir das Paket, dann hol ich dich ab. Wir sehen uns später. Vorsicht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die Highwaymen werden ihm überall hin folgen. Bonne Chance. So. Wir haben ja von nirgends vorhin eine sonderlich gute Sicht, ne?
Scharfschütze schon mal wäre schlecht. Ich habe hier das Gefühl, dass es nur zwei Leute sind. Drei Leute. Es sind bestimmt mehr. Ich sehe aber gerade auch nichts anderes. Ich hab den Scharfschützen. Scharfschütze ist schon down. Ja. Der eine Paket auch. Jawohl. Ich gehe mir jetzt in rechts holen. Oh, da sind. Drei Mann. Du bist schon drin, ich war gerade. Ich bin gerade am Außen vorarbeiten und du. Ha. Der Hammertag. Sehr gut. Jetzt müssen wir dich raus, hier ja. Rausbringen. Geh zum Anleger im Südosten. Ich bin schon auf dem Weg, also beeil dich. Was würde denn passieren, wenn wir unter, endgültigen Zeit am Abholpunkt sind? Oh, keine Ahnung. Ich denke, dann würden die irgendwann den Hubschrauber kaputt schießen. Krokodil. Mein Gott, ja, wohl gerade verreckt auch wieder. Mal zu dir gerade. Ich war nämlich noch einen Ticken wieder vorher auf der Insel. Da hätte ich hier auf jeden Fall zwei Scharfschützen. Einen habe ich. Der andere auch. Ich werde abgeschossen. Supi. Jawohl.
Ich meine, das ging jetzt relativ schnell, also einen können wir noch machen, wenn du willst. Ja, komm. Aber das ist halt das Letzte. Ich gehe direkt ungefiltert rein, ne? Was passiert mit den Satelliten und all dem anderen Zeug, das wir in den Weltraum geschossen haben? Munition. Wikipedia läuft unter Volldampf. Danke. Ja, ich habe gerade mal abgebrochen. Was geht ab, Königin? Das ist doch mal eine ernstzunehmende Gemeinschaft hier. Ja gut, die ganzen Expeditionen müssen wir wahrscheinlich auch nochmal auf Stufe 3 machen. Ja genau. So, ich bin soweit. Aber ich würde sie jetzt gerne zumindest einmal durchziehen. Ja klar. Ja, okay. Weißt du, woran ich nie gedacht habe, als die Erde in die Luft flog? Was passiert mit den Satelliten und all dem anderen Zeug, das wir in den Weltraum geschossen haben? Ja, jetzt weiß ich's. Es stürzt ab. Nicht weit von hier liegt das Wrack einer Weltraumstation. Ehrlich gesagt, es ist nicht viel davon übrig. Ich meine, es war ein tiefer Sturz, aber das hält die Highwaymen nicht davon ab, alles zu plündern, was sie noch finden. Diesen Crash hat nur das allerbeste Material überstanden. Ich meine, es ist der Weltraum, l'espace. Verschwenden wir keine Zeit und gehen auf Schatzsuche. Ja, let's go. Auf geht's, ab geht's. Die Absturzstelle der ISS. Also viel haben wir auch nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, wie viele Expeditionen das zusammen noch sind. Das weiß ich auch nicht auswendig. Muss man einmal gucken. Der Karte. So viele können es nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass wir so viel sind. Ich glaube, das war das Thema mit zumindest einem einmaligen Durchgang auch an. Wir müssen uns ähnlich wie bei den Außenposten auf jeden Fall auch Stufe 3 durchziehen. Dann haben wir das Thema auch abgehakt. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass es ein 100% Let's Play wird. Aber da müssen wir noch die ganzen Nebenmissionen machen und die ganzen die kleinen Punkte holen. Die Teile farmen und so. Also die Bauteile und so. Aber das ist eigentlich schnell gemacht, wenn man sich da dran hält. Können wir ja mit dem Heli machen, die Teile farmen. Weißt du? Ja, machen wir in Ruhe. Spot mal die Punkte ab, so schön. Manche sind, wo wirklich nur ein oder zwei vergessen wurden. Also. Ja, wir haben ja immer eigentlich überall mitgenommen, das stimmt. Manchmal bin ich lustig, ja? Die Abschottstelle der ISS. Okay, sobald du das Paket hast, sage ich dir, wo wir uns treffen. Hawaii, hol sie dir, Levin. Ich bin fast am Rauch. Oh, ich werde entdeckt. Ach, von dem, okay. Ich bin... Ah,
andersweitig abgebogen. Gerade haben wir noch einen Gegner mit dem Schild geholt, gerade der rumschlich. Nice. Jetzt komme ich mal zu dir. Ich kann das Paket nehmen. Dann nehme ich mir mal das Paket. Ja. Das war's. Halte durch. Ich sag dir, wo du hin musst. Geh nach Süden, da kann ich dich abholen. Ich schicke die Koordinaten. Ich hab mein Bullpup-Sturmgewehr schon in der Hand. Ihr wurdet nicht mit Bogen verteidigt. Ich verteidige mit Sturmgewehr. Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter angreifen, koste was es wolle. So. Achso. Wo sind die alle? Hier, die kommt angeflogen. Also von uns. Achtung, ich komme jetzt. Schätze, wir sollten schleunigst von ihr verschwinden. Das war aber wieder easy. Let's go. Okay, einstellen. Puh, das war wie in einem Actionfilm. Kugeln fliegen, Explosionen, eine riskante Flucht mit einem sexy Piloten. Jawoll! Was denn? Ich hab eine mit einem Pfeil, mit einem normalen Pfeil aus dem Hubschrauber gerade rausgeholt. Ja, geil. Der echt weit weg war. So, dann haben wir das auch für heute. Jawohl. Mal gucken, ob es morgen weitergeht. Ich gucke jetzt gleich mal nach, wie viel wir noch haben an Expeditionen. So viel dürften es nämlich auch nicht mehr sein. Nee, dürfte es echt nicht. Danke. So, mal gucken. Ich setze eigentlich gleich zurück in seine Prosperity. Ja.
Hat sich gelohnt. Jawohl. Definitiv. So, nochmal genau. Ich wollte das nachgucken, wie weit wir noch haben. Karte. Okay, es sind insgesamt 21, also sind doch noch ein paar mehr. Ich glaube, jetzt zählt nur die... Wir müssen ja auch alle dreimal machen, ne? Ja, also es fehlt also nur noch eine. Ah, sehr gut. Also eine müssen wir noch machen auf jeden Fall. Dann haben wir die auch weg. Schatzsuchen brauchen wir nur noch 5. Außenposten haben wir, wie gesagt, Nebenmission 5, Story-Mission 8. Dann haben wir den ganzen... Spezialisten haben wir schon alle weg. Hilfe auf Abruf brauchen wir noch 4. Vorteile fehlen mir nur noch ein bisschen. Hast du eigentlich alle Karten aufgekauft jetzt, die du kaufen kannst? Bei WikiLeaks? Nein. Das kannst du ja mal machen. Mhm. Die sind ja nicht allzu teuer und genug Internet sollst du ja haben eigentlich. Ja, sollte man nicht sagen. Eigentlich schon. Wird alles besser. Wir sind dir hier sehr dankbar. Gucken wir uns mal die Karten. Dass ich mir nicht alle holen kann, bin ich scheiße. Aber du kannst nicht alle holen? Nicht alle auf einmal. Echt nicht? Ja, ich musste so einzeln auswählen. Ach so. Das meinst du. Also ich glaube, kriegen tue ich sie alle. Ich denke auch. Sieht die Karte doch noch mal belebter aus. So, habe ich mal Munitionsdinge. Alles aufgefüllt. Gut, da bin ich bereit für die nächste Mission dann irgendwann. Und das machen wir aber dann wirklich erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao, Leute.